Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Einmal etwas andere Perspektive. Wir sind nämlich gerade ausreiten, weil sich das mal gewünscht wurde. Und da habe ich mir gedacht, wir verbinden das einfach mit einem Q&A. Und bevor es jetzt losgeht, habe ich natürlich auch diesmal einen ganz lieben Gruß. Und zwar diesmal an die Lena. Vielen Dank für deine Unterstützung immer. Und jetzt würde ich sagen, gibt es mal ein paar Actionaufnahmen und dann geht's los mit dem Q&A. Alex wird jetzt die Fragen vorlesen und ja, irgendwie werden wir die dann zusammen beantworten. Leg mal los. Also, die erste Frage lautet, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns auf dem Turnier in Moritzburg kennengelernt. Oh, da kommt Nast. Achtung. Auf dem Abreiteplatz, einfach mal grob gesagt. Oder? Ja. Sonst schweifen wir zu weit aus. Nächste Frage. Die nächste Frage ist, warum wurde Lumpi ursprünglich für mich gekauft und warum reitest du ihn jetzt? Naja, er wurde für dich gekauft, weil das ist ja dein Pferd. Der wurde ja vierjährig gekauft, halt für Alex. Da war ich ja auch mal springen geritten bin. Da war ich ja noch nicht aktuell. Und ich reite ihn jetzt, weil Alex, links oder? Ja. Weil Alex sich dann gedacht hat, er hat keinen Bock mehr auf Reiten. Und dann habe ich ihn halt übernommen. Weiter geht's? Ja. Was die ist ein bisschen wild. Weiter geht's? Wie sind wir zu den Ziegen gekommen? Die waren halt auf dem Hof dabei, als Alex seine Eltern den übernommen haben. Damit verbunden kommt auch die Frage, ob wir noch andere Haustiere haben. Aktuell haben wir keine anderen Haustiere. Weil unser Krümel lebt nämlich nicht mehr. Gab es mal eine Phase, in der es dir zu viel wurde, was Schule, Reiten und anderes angeht? Nein, nie. Wirklich nie. Ich habe auch nie eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich will aufhören. Wir sind powerful. Das war für mich nie eine Option. Urlaub muss man sich verdienen, ne? Und wir sind zu schlecht. Würdest du gern selbst mal ein Pferd züchten? Zum Beispiel aus der Püppi. Züchten, klar. Aus der Püppi, erstens, das ist ja nicht mein Pferd. Und zweitens hat sie ja schon einen Fohlen und soll ja dann später auch wieder in die Zucht gehen. Also von der Püppi wird es auf jeden Fall noch mehr Fohlen geben. Jetzt haut er ab. Aber selber züchten, irgendwann schon. Als nächstes wurdest du gefragt, und das bin ich jetzt als ehemalige Vielseitigkeitsreiterin, was du ja bist, irgendwie ziemlich lustig. Hast du Bedenken, was die Risiken beim Springsport angeht? Oder hast du ab einer gewissen Höhe auch selbst ein bisschen Bedenken und Aufregung? Ja, bei der Frage, das wird man irgendwie oft gefragt. Ich finde, es ist immer wichtig, Respekt zu haben. Respekt dem Pferd gegenüber und Respekt dem Parcours gegenüber, egal in welcher Hinsicht. Aber Angst oder so, also wenn man Angst hat, sollte man lassen, weil da kommt nichts Gutes bei raus. Und ich habe Respekt. Ich weiß, dass das nicht ohne ist, aber ich weiß auch, was ich dafür tun muss, dass es klappt. Also ich glaube, Respekt und Mut muss eine gute Kombination ergeben. Ja, die nächste Frage richtet sich dann an mich. Warum habe ich den Reitsport aufgegeben? Das war so bei mir, dass ich mich ein bisschen auf die Schule mehr konzentriert hatte und dann auf Arbeiten und Studium. Und ja, also bei mir persönlich war dann die Lust auch ein bisschen so weg, weil viel passiert war. Und jetzt bin ich durch Momo wieder so ein bisschen ab und zu mal auf dem Pferd. Wie was ja Sie? Auch okay ist. Und dann wurden wir gefragt, da bist du. Ob du noch mal Vielseitigkeit dieses Jahr reiten willst und ob es in nächster Zeit mal geplant ist. Also, das liegt ja voll und ganz an dem Chaoten hier. Dieses Jahr glaube ich fest daran, dass es nicht stattfinden wird. Ich weiß nicht, ob es jemals wird mit dem kleinen Spacko, aber wir arbeiten einfach dran. Die nächste Frage geht zum Springen, ob du mal höher gehen willst als S2 Sterne und ob du mal mehr als 3 eigene Pferde haben willst. Höher springen auf jeden Fall. Habe ich mir eigentlich schon für letztes Jahr als Ziel gesetzt, aber
Monsieur hat sich ja für eine Krankheitspause entschieden. Und mehr als 3 Pferde, ja, auf jeden Fall, wenn ich Platz habe. Aber man darf auch nie vergessen, mit solchen Pferden hat man immer Verantwortung, man muss sich ja auch immer drum kümmern. Ja, das muss halt wirklich wohl überlegt sein, aber wir sind keine 11 mehr und haben ja unser eigenes Leben und können das so machen, wie wir wollen. Nimmst du auf? Ja. Seit wann sind wir zusammen? Seit 4 Jahren, was haben wir jetzt? Mai. Über ein halbes Jahr. Heute ist der 8. Ich will damit sagen, schon viel zu lange und wir wollten uns mal wieder trennen. Nein, warte. September sind 3, sind 8, also 4 Jahre und 8 Monate. Ein Schwiebetier. Ja, meistens. Mann, wir reiten irgendwie zu dicht. Okay, die nächste Frage habt ihr gut getroffen, die interessiert mich tatsächlich auch sehr. Was ist mit deinem Studium? Ja, ich bin da nicht so aktiv. Also ich will das auf jeden Fall beenden, gar keine Frage, aber ich nehme mir da ein bisschen... Oh, da kommt ein großer Baum. Wir müssen erstmal kurz durch den Baum durch, dann geht's mit der nächsten Frage weiter. Okay, mal gucken, wie kommen wir da durch? Okay, da kommen wir nicht durch. Oh Gott, das ist jetzt voll das Abenteuervideo. Da kommen wir nicht durch. Müssen wir außen rum, müssen wir da lang. Na, schaut mal. Dafür sind unsere Pferde zu groß. Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie durch den Wald. Ja, wir müssen einfach absteigen. Denkst du? Ja. Okay, dann steigen wir jetzt mal kurz ab, dann geht's weiter. Die nächste Frage war, ob du dir das YouTube und den Reitsport als Hauptberuf mal vorstellen könntest. Das Reiten, ja. Also, was heißt das Reiten? Halt alles, was da drumherum dazugehört. Aber YouTube, weiß nicht, das ist ja so nebenbei. Das ist ja kein Beruf, würde ich jetzt mal sagen. Warte mal, stopp, wir müssen hier lang. Scheiße, da ist nämlich... Hört doch da den Trampelpfad, oder? So. Hier ist nämlich schon der nächste Baum im Weg. Ja, wir müssen da lang. Das ist gar nicht so einfach hier. Ja, das ist nicht der ursprünglich umgefallen war. Wir haben hier nämlich noch ziemliche Sturmschäden. Deswegen ist das hier gar nicht so einfach. Scheiße. Ich habe voll den Ast ins Gesicht bekommen. Weiter geht's. Wenn wir zusammen wohnen sollten, wie lange lebt ihr schon zusammen? Oh, schon sehr lange. Das werden im August 4 Jahre. Ja, und habt ihr noch freie Zeit, also wo ihr andere Sachen unternehmt? Ja, manchmal. Natürlich haben wir Freizeit. Freizeit nimmt man sich ja auch. Also, ja auch so, was ist Arbeit, was ist Freizeit, das ist ja so eine Definitionssache. Aber zumindest bei Selbstständigen. Ja. Aber denkt immer dran, Zeit ist wertvoll und euer wertvollstes Gut verschwendet niemals Zeit. Das Wort zum Dienstag. Haben deine Eltern was mit Pferden zu tun und unterstützen sie dich beim Reitsport? Sie haben nicht wirklich was mit Reiten zu tun. Also meine Mama ist früher mal verstohlen geritten, dass es meine Oma nicht mitbekommen hat, weil die Angst hatte. Aber ansonsten gar nicht. Aber meine komplette Familie steht zu 1000 Millionen unendlich Prozent hinter mir bei allem. Und ohne die wäre ich auch nie dahin gekommen, wo ich jetzt bin. Meine Mama ist jedes Wochenende mit mir jetzt aufs Turnier gefahren. Mein Onkel hat mich unglaublich viel unterstützt. Und ohne die wäre ich nicht jetzt hier. 1000 Millionen prozentig. Hast du konkrete Zukunftsvorstellungen, falls man das eben nicht gehört hatte? Ja, also was heißt Vorstellungen? So wie ich mir das wünsche, habe ich dann einen großen eigenen Hof, so ein schönes Gestüt und ganz viele Pferde. Das klingt immer wie so ein kleiner Mädchentraum, aber darauf arbeiten wir hin. Genau. Dass wir selbstständig sind mit den Pferden und dann nebenbei halt noch arbeiten. Wer hart arbeitet und sich einen Plan macht, der kann den auch erfüllen. Immer so fleißig sein. Das ist immer so philosophisch, oder? Wahnsinn. Na klar. Weiter geht's. Die nächste Frage war, ob das unser eigener Stall ist. Ja, Alex seinen Eltern gehört der Hof.
Okay, und das war jetzt schneller als erwartet. Ja, das muss ich ja nicht viel zu sagen. Das reicht ja. Wann war der letzte Urlaub, in dem wir zusammen geflogen sind? Wir sind noch nie zusammen geflogen. Und wo haben wir den verbracht? Und der letzte Urlaub war Italien, oder? Ja. Nee. Oder? Ach, ja, Ostsee. Nee. Was war eher? Was war später? Nee, ich glaube, es war Ostsee als letztes. Und Italien davor. Ich weiß es nicht. Entweder Italien oder Ostsee. Italien waren wir mit Freunden zusammen eine Woche. Aber das ist auch schon 2,5 Jahre her oder so. Ja, sonst gibt es keinen Urlaub. Aber wir nehmen uns zwischendurch immer mal so ein Wochenende oder einen Tag oder so frei und Zeit und entspannen dann ein bisschen. Ja, oder wir versuchen auch das, was wir arbeiten, immer relativ gut zu planen, damit das ohne Stress abläuft. Ja, und Urlaub ist eigentlich immer so Kurzurlaub bei meiner Family, wenn wir da mal 3 Tage sind im Vogtland. Da kann man mal kurz abschalten. Als nächstes wurden wir gefragt, was ich von den YouTube-Videos halte. Also erstmal vorneweg, es war ja seine Idee. Und jetzt sagt er mal, was er davon hält. Was halte ich denn von den YouTube-Videos? Also, ja, ich finde es eigentlich eine schöne Sache, weil wir versuchen ja an euch ein bisschen den pferdegerechten, sportlichen Umgang ranzubringen. Dass es eben das Turniersport nicht bedeutet, immer die Pferde 24 Stunden abzüglich natürlich der einen Stunde Reiten im Stall zu stehen zu lassen, sondern dass Reitsport auch im hohen Niveau ganz anders betrieben werden kann und auch pferdegerecht sein kann. Ja. Das ist ja uns sehr wichtig und ich glaube, diese Botschaft zu überbringen ist enorm wichtig und da ist YouTube natürlich eine gute Möglichkeit, euch das ranzubringen. So, ihr Lieben, das war's jetzt mit den ersten 20 Fragen. Wir haben noch einige mehr. Also jetzt waren es nicht genau 20, weil manche waren 2 Fragen in einer. Aber, hallo? wir werden das Ganze fortsetzen und zwar in einem zweiten Teil. Denn es sind noch einige Fragen offen. Aber das geht dann nachher weiter. Wir werden euch jetzt noch ein bisschen was Schönes einblenden vom Ausritt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich werde euch jetzt einmal hier einblenden, wann das sein wird. Wir reiten jetzt noch eine kurze Runde, sind noch nicht zu Hause. Und dann bedanke ich mich fürs Reinschalten. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt die einfach in die Kommentare. Aber wie gesagt, es kommen noch welche im zweiten Teil, also wartet vielleicht erstmal ab, ob die vielleicht auch da beantwortet werden. Und dann sehen wir uns da. Hier. Lumpi. Okay. Wir beenden das jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.